Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, wir nennen es Infovideo, denn mehr ist es nicht. Eigentlich ist es schon ein Teaser-Video, weil wir das Schiff, das wir heute begutachten, tatsächlich auch schon in 3D hier sehen können. Einmal auf dem Designer-Tisch in Wargamings Public Test Server-Umgebung. Das hier, meine Damen und Herren, ist Projekt 613. Tatsächlich eines der am häufigsten gebauten U-Boot-Modelle, die die Sowjetunion jemals in Dienst gestellt hat, oder zumindest gebaut hat, über 215 gebaute Boote. Da muss man aber allerdings anmerken, das ist ein Ding, das bei uns auf Stufe 8 eingesetzt wird, also ne, gemeinsam mit Salmon etc. Und das ist aber ein 1948 begonnenes Schiff. Also die Entwicklung begann 1948. Das bedeutet, wir haben hier auf dieser Stufe da, ja, Stufe 8, Größen wie die Bismarck, Größen wie, muss ich eigentlich weitersprechen? Wir haben hier Zweite Weltkriegsschiffe, die wieder wie bei Kutuzov etc. mit Nachkriegsschiffen arbeiten, Querstrich, Spaß haben dürfen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, ist das immer nur bei den Russen so. Denn ja, das ist das allererste russische U-Boot. Herzlich willkommen. Ich glaube, wir lassen dieses schöne Ding einmal zu Wasser und schauen uns dann einmal die Stats an. Denn ich denke, hier im Hafen von Novosibirsk bekommen wir einen guten Ausblick auf den Flair, den dieses Schiff dann früher oder später in unseren fähigen oder unfähigen Händen, oder auch die unseres Feindes oder Freundes, entfachen wird. Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Aber was kann das Schiff? Ne? Wie ihr wisst, Wargaming möchte ihrer Nation einen gewissen Touch verleihen. Und da wir jetzt hier bei den Russischen sind, bin ich schon Feuer und Flamme. Schauen wir es uns an. Wir haben Panzerung. Dankeschön. Wir haben Überlebensfähigkeit. In der Theorie eigentlich könnte auch 10.000 stehen. Ein U-Boot, das entdeckt ist, ist meistens nicht gut gefahren, muss man leider sagen. Die besten U-Boot-Spieler werden nie gesehen und töten alles, aber ne, ist ja auch hier für die Lernkurve notwendig. Wir haben 14.200 Trefferpunkte. Wir haben Sonar, Ladezeit 8 Sekunden, Wirkungsdauer des Pings 25 bis 30 Sekunden, wenn man zweimal hintereinander pingt. Pinggeschwindigkeit 980 Meter pro Sekunde. Die Pingbreite ist 8 Meter. Die Maximalreichweite 5 Kilometer. Was? 5 Kilometer? Was soll ich auf 5 Kilometer pingen? Ja, der Reihe nach. Denn hier bei den Russen wird es speziell. Wir haben Torpedos, natürlich, wie bei jedem anderen U-Boot auch. Wir haben einmal einen Viererwerfer frontal und einmal einen Zweierwerfer hinten. Ich denke mal, der Viererwerfer wird sofort geworfen. Also alle auf einmal könnte sein und hinten ebenso. Interessanterweise haben wir unterschiedliche Torpedos. Wie ihr sehen könnt, haben wir Torpedo-Reichweite 5 km und Torpedo-Reichweite 12,3 km. Aber das schauen wir uns dann später noch einmal an bei der Ausrüstung, weil da wird es interessant, wenn jeder wird sich jetzt denken, oh ja, natürlich, ja, diese akustischen Torpedos, so eine hohe Reichweite, das kenne ich doch schon irgendwoher. Ja, leider nicht. Wir haben eine relativ hohe Tauchkapazität von 250 Einheiten, immer Stock. Eine Sekunde ist der Verbrauch der Tauchkapazität unter Wasser und Aufladen 0,8. Also wir laden nicht so schnell auf, wir verbrauchen 1. Wir können hier quasi über 4 Minuten und 10 Sekunden unter Wasser bleiben, was ziemlich angenehm ist. Wir können das dann auch in den Vergleich mit den anderen U-Booten setzen, aber zuerst gehen wir einmal durch. Wir haben Höchstgeschwindigkeit über Wasser 30 Knoten, unter Wasser 21 Knoten. Natürlich nicht zu vergessen, wenn wir nur noch 50% Tauchkapazität haben, bekommen wir einen Boost von plus 18%. Da müssen wir dann auf 26 kommen. Also das U-Boot ist relativ, in Anführungszeichen relativ, ja, langsam unter Wasser. Aber es gab Balanceänderungen und ich bin mir noch nicht sicher, ob auch dieses U-Boot hier schon davon betroffen war oder nicht. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon in einem speziellen Video gesehen. Die Erkennbarkeit zu Wasser ist 5,5 Kilometer. Eigentlich sehr, sehr gut. Gut, hier kommt noch dazu, die Tarnung ist schon mit drin. Also wird es wahrscheinlich 5,7 gewesen sein zuerst, um es jetzt in den Rahmen zu setzen mit den anderen. Gut, wir können es auch direkt in den Rahmen mit den anderen setzen. Wir haben hier die U190, 5,6, Höchstgeschwindigkeit 13 Knoten, unter Wasser 29, über Wasser. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob hier die Änderungen schon
mit eingepflegt worden sind oder noch nicht. Und hier haben wir 16 unter Wasser und 33 Knoten bei 6,0. Dafür haben wir hier weniger Tauchkapazität bei der Salmon, ne, und höhere Aufladekapazität. Dafür kann sie nicht so lange unter Wasser bleiben. So, kommen wir aber zurück zum Russen. Denn der Russe ist, ja, wie könnte es anders sein, es ist ein Russe. Und deswegen haben wir hier Spezial. Ja, Spezial trifft es eigentlich gut. Ihr habt ja gesehen, wir haben natürlich wieder die akustischen zielsuchenden Torpedos und wir haben die normalen Torpedos. Und tatsächlich ist es hier nicht so, dass die mit langer Reichweite die zielsuchenden sind. Nein, wir haben, und jetzt kommt's, 5 Kilometer Torpedoreichweite der akustisch zielsuchenden Torpedos und 5 Kilometer Ping-Reichweite. Ne? Wer hätte es gedacht? Wir haben 9.544 Höchstschaden, das ist sehr wenig, wobei, ja, ist okay, aber ist wenig. 61 Sekunden Nachladezeit, was doch relativ lang ist im Vergleich zu den anderen, die 50, 40 irgendwas so in diese Richtung haben sollen. Und wir haben 65 Knoten Torpedogeschwindigkeit. Ich denke mal, Wargaming hat ihr Bestes getan, um akustisch zielsuchende Torpedos auf den russischen Schiffen so uninteressant wie möglich zu machen. Dafür haben wir Torpedos, die 12,3 Kilometer weit gehen, 74 Knoten schnell, Stock, und 14.300 Höchstschaden haben. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, das ist der höchste Schaden von nicht suchenden Torpedos. Ja, war's. Und es sind die schnellsten Torpedos mit der höchsten Reichweite bei nicht zielsuchenden. Bei weitem. Dafür natürlich auch die, die am wenigsten nachladen. Bei den Russen haben wir aber eine Besonderheit. Zusätzlich zu dieser Variante, die uns dann in eine bestimmte Richtung drängt. Wir haben nämlich hier ein Hydrofon, das 10 Kilometer Schiffsortung erlaubt. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir können es gerne vergleichen. Wie ihr wisst, die Deutschen mit 6 Kilometer. Danach haben wir die Amerikaner mit ihren 5,5, Schwäche und so. Hier haben wir die verbesserte Ruderanlage für schnelleres Auf- und Abtauchen. Das wird sich tatsächlich mit dem russischen U-Boot geteilt. Hier ist von der Reserve-Batterieeinheit nichts mehr zu sehen. Das wäre gar nicht so geil. Also wäre schon geil für das russische U-Boot, aber irgendwie wäre es ein bisschen zu stark. Mit nochmal 30 Sekunden unter Wasser, wenn es eh schon 4 Minuten ist. Gut, die Deutschen haben das auch, aber das hat ihre Spezialfähigkeit in dem Sinne. Und die Russen haben ja schon eine. Hier haben wir auch die verbesserte Ruderanlage. Wie kann ich das so unaufgeregt wie möglich sagen? Jeder, der schon mal ein U-Boot gespielt hat, oder vor allem jeder, der schon mal gegen ein U-Boot gespielt hat, der weiß, es gibt mehrere Probleme. Problem Nummer 1 ist, das U-Boot zu finden. Problem Nummer 2 ist, dass das U-Boot einen quasi immer beschießen und pingen kann, weil es durch Überwasserschiffe und deren Ortung meiner eigenen Position hier profitiert. Das bedeutet, das U-Boot ist unter Wasser und kann selbst eigentlich ohne Hydrofon nicht spotten. Das muss ein Flugzeugträger, ein DD erledigen. Und dann kann das U-Boot aus relativ sicherer Tiefe dennoch angreifen. Hat man aber ein Hydrofon von 10 Kilometer, kann man als U-Boot, quasi wie als würde man sein eigenes Radar benutzen, für das gesamte Team scouten, ohne selbst gesehen zu werden. Das ist ein relativ krasser Vorteil, wie ich finde, aufgrund der Reichweite. Ihr wisst, die Deutschen haben 6 Kilometer, aber ein Radar kann dieses U-Boot nicht gegenradaren. Also ein Kreuzer kann dieses U-Boot nicht aufmachen, während es den Kreuzer aufmacht. Ein DD auch nicht. Nur wenn er mit hydroakustischer Suche an Bord auf 2 Kilometer ranfährt, dann könnte er das machen. Wir haben hier jetzt quasi mit den russischen U-Booten in der Mitte der Karte ein 10 Kilometer Radar, dessen Ausgang oder dessen Verursacher man nicht bekämpfen kann. So gut wie nicht, wenn das U-Boot aufpasst. Ne? Das finde ich, das ist schon ziemlich stark. Das ist ziemlich stark. Darauf hinzuweisen ist noch, wir haben Vorbereitungszeit des Verbrauchsmaterials von 300 Sekunden. Das bedeutet, in den ersten 6 Minuten des Gefechts ist dieses Gadget nicht verfügbar. Sprich, wenn man zu Beginn des Gefechts cappen möchte, dann ist man vor diesem Hydrofon sicher. Interessant wäre jetzt noch zu schauen, ob die Salmon, das weiß ich nämlich nicht, haben die auch? Haben die alle. Ja, haben die alle.
aber immerhin. Und das war's. Danach geht's 40 Sekunden. 40 Sekunden mit Pings, ne? Alle 6 Sekunden. Und eine Ladezeit von 80 Sekunden. Das ist schon geil, ne? Es verrät sehr viel über die Truppenbewegung des Feindes. Gut, und hier haben wir dann noch die verbesserte Ruderanlage. Unterm Strich baut Wargaming uns hier ein U-Boot, das zu viel Torpedoreichweite für die ungelenkten Torpedos hat. Wobei mit 74 Knoten kann man echt gut arbeiten, ohne dass man nah dran ist. Und mit dem höheren Schaden und vor allem den 74 Knoten Geschwindigkeit kann man hier auch sehr gut die Shotgun-Variante wieder ausführen. Wir haben, glaube ich, 3 Grad... wird das irgendwo hier dabei, noch bei den Torpedos? Ich glaube, das steht gar nicht. Wie viel Grad Abweichung, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass das russische U-Boot 3 Grad Abweichung hat. Nicht abwerfbare Maximaltiefe ist nichts aufgeführt. Ja gut, man kann sie eigentlich unter Wasser immer abwerfen. Aber halt nur für unter Wasser. Naja. Worauf ich hinaus will ist, wir haben die Torpedos mit dem höchsten Schaden beim russischen U-Boot, mit der höchsten Geschwindigkeit beim russischen U-Boot. Wir haben 10 Kilometer Hydrofon beim russischen U-Boot. Wir sind tatsächlich Höchstgeschwindigkeit abgetaucht mit 21 Knoten. Am schnellsten beim russischen U-Boot und das um 5 Knoten. Wie gesagt, es wurde was verändert in der Balance. Ich weiß nicht, ob das russische U-Boot schon mit drin ist. Ich hoffe nicht. Wenn schon, dann haben wir hier ein sehr, sehr starkes U-Boot. Meine Frage an euch, was haltet ihr davon? Haltet ihr sich für eure Erwartungen noch in Grenzen, was wir hier mit dem russischen U-Boot bekommen haben? Was denkt sich Wargaming mit 5 Kilometer zielsuchenden Torpedos? Braucht man das denn, wenn man die Torpedos generell diese Anzahl auf Nahbereich abwerfen kann, oder ist es irrelevant? Ich bin gespannt, was sagen die Profi-U-Boot-Spieler dazu? Wie ihr wisst, bin die Dinger schon lange nicht mehr gefahren. Deswegen eine kleine Vorstellung der S189, der Projekt 613-Klasse hier von mir. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao!